Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon Legenden Arceus. Ja, es pisst wieder Ström und ja, es ist kalt. Wir haben eine Tasche eingesammelt. Wann haben wir die denn eingesammelt? Wir können wieder nach da hinten juckeln. Wow, dass wir da keinen Schaden genommen haben. Flitzen wir da mal kurz hin. Aha, sind wir mal drüber gesprungen. So. Ich habe schon auf dich gewartet, Sefi. Hallo, Suzuki. Oh, Rana. Ist es nicht schlecht, wenn wir zusammen gesehen werden? Sefi wird uns schon nicht verraten. Außerdem wollten meine Vulkan und ich sein Magnus so gerne mal wiedersehen. Wie du meinst, dann werde ich sein Magnus jetzt rufen. Woher weiß das sein Magnus eigentlich, dass er es ruft? Ich meine, wir könnten die Melodie auch einfach auf unserer Flöte spielen. Ich hätte das cooler gefunden, wenn jedes von den Pokémon so ihre eigene Melodie gehabt hätte. Das hätte irgendwie mehr Sinn gemacht. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Salmagnus. Das ist die Weiterentwicklung von Barschuft. Das ist deine Chance. Ich gebe Salmagnus den Kloß. Okay. Bitteschön. Salmagnus? Uff, Glück gehabt. Ich hätte schon befürchtet, dass es nicht auftauchen würde. Dann lass mich dir doch die Melodie beibringen, mit der du Salmagnus rufen kannst. Es ist halt immer dieselbe Melodie. So, da muss nichts beigebracht werden. Oder dass halt zumindest die Flöten unterschiedlich klingen. Dass dein Magnus halt leer muss, dass es wie unsere Flöte klingt. Ja, die Wassertafel von deinem Magnus erhalten. Magnus wird es dir ermöglichen, das stille Binnenmeer zu überqueren und so die Feuerspeiinsel zu erreichen, Sefi. Ich gratuliere dir, Sefi. Rana. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass der frühere König dieses Vulkano hier gerettet hat. Damals haben Suzuki und sein Magnus mich auch vor dem Tode bewahrt. Seitdem empfinde ich große Zuneigung für Suzuki. Und wie du vielleicht weißt, gibt es einige, die schlecht über mich reden. Deshalb treffe ich mich normalerweise nur mit Suzuki, wenn uns niemand dabei sieht. Ich möchte nicht, dass sein Ruf darunter leidet. Natürlich habe ich dich gerettet, Rana. Das hätte jeder andere doch auch so gemacht. Dein mutiger Einsatz hat mich dazu inspiriert, selbst Courage zu zeigen und Vulkan nicht gegen seinen Willen zum nächsten König zu machen. Ach, lassen wir das Thema lieber. Naja, wenn das Vulkano nicht will. Hört gut zu, wenn die große Schwester spricht. Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Wir statten Dister, der Dorn in eurem Auge. Ich bin so stachlig, dass ich selbst kaum glaube. Die mittlere Schwester, das bin ich. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ich krall mich fest, ihr werdet mich nicht los. Ephelia ist der Name. Merkt ihn euch bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand erstickt. Ich prompt im Keim. Mein Name ist Nessia, so reich, an Talent so reich. Wer sich in die Nesseln setzt, bereut es gleich. Wir Unkraut werden unsere Namen ohne Frage in Eisinghöhe tiefe Wurzeln schlagen. Vor euch stehen die unbeugsamen drei. Unkraut vergeht nicht, es ist vorbei. Jetzt schnappen wir uns dieses Vulkano. Ihr wollt euch meinen Partner schnappen? Spart euch die Scherze für eure lächerliche Vorstellungsnummer. Ganz genau. Jetzt, Gengar. Vulcano gehört uns.
Nur wegen der Inschnigkeit des Diamant- und Perlglanz haben wir es hier nicht sowieso schwer. Wenn wir in Freiheit leben wollen, brauchen wir mächtige Pokémon. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass Vulcano richtig stark wird, werden wir es sogar zu einem König machen. Gehen wir zurück in unser Versteck. Dort ist es so heiß, dass uns niemand stören sollte. Was? Nein, Vulcano! Was machen wir denn jetzt, Sefi? Das ist doch gar nicht gut, oder? Ich meine, ich habe meinen Partner noch nie kämpfen lassen. Bitte, Sefi, du musst meinem Vulcano helfen. Dieses Pokémon liegt mir sehr am Herzen. Mir liegt Vulcano auch sehr am Herzen, da sind wir schon zu zweit. Wir haben gesagt, ihr versteckt da in einem Ort, an dem es niemand stören würde. Mir fällt nur ein Ort im Kobalt-Küstenland ein, auf dem diese Beschreibung passt. Die Feuerspeiinsel. Mit seinem Magnes Hilfe solltest du jetzt auf die Insel schaffen. Auch ich möchte dich inständig retten. Rette Ran aus Vulcano. Natürlich. Danke, vielen Dank. Wir werden auch zur Insel aufbrechen. Halt, Rana. Du solltest bei dem kleinen Vulcano bleiben und hier warten. Ich werde mit ihr zur Insel gehen. Uff, eine Insel voller Blitze und Banditen. Aber egal, ich muss es tun. Lass uns gehen, Sefi. Ach, bezüglich Sir Magnes. Es kann nicht nur schwimmen, sondern auch in die Höhe springen. Und das sogar zweimal hintereinander. Außerdem solltest du in der Lage sein, mit deinem Rücken aus Items zu werfen. Schätze, jemand mit seinen Fertigkeiten könnte so auch Bälle werfen und Pokémon fangen. Ich muss erstmal etwas Mut tanken, bevor ich aufbrechen kann. Warum gehst du nicht schon mal vor? Du kannst jetzt seinen Magnes umrufen, um mit ihm übers Wasser zu reiten. Wasser überqueren mit seinem Magnes. Drücke den Plusknopf oder den A-Knopf, wenn du dich im Wasser befindest, um per seinem Magnes mit das Wasser zu überqueren. Wenn du auf seinem Magnes reitest, kannst du auch weiterhin Items werfen. Außerdem kannst du während eines Sprunges ganz in Ruhe zählen. Breath of the Wild lässt grüßen. Da oben waren wir noch nicht. Ich will gucken, ob man da hochkommt. Hinder. Von hier müsste es gehen. Na, das könnte vielleicht ein bisschen hoch sein. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch. Ja, dann hier wird es, glaube ich, nichts. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier hoch. Hier geht's. Wir werden einfach schon hochgeschoben werden. Wir haben Pokéball ausgerüstet. Haben wir Pokéball ausgerüstet. Oh, hallo. Hi. Ja. Ich dachte, ihr seid nett. Mit der Nettigkeit ist es jetzt vorbei. Kommt davon, wenn man uns angreift. Wir finden sicherlich auch ein netteres Exemplar. Na, da kommt man sicherlich gut wieder runter. Ein Exemplar. Oh. Wir wollen ja nicht, dass es uns sieht. Wäre ja schade drum, wenn wir den Überraschungsmoment verlieren. Ja, wir haben ein Hisui-Vulcano. Ich würde das gerne ins Team nehmen, aber ich weiß halt nicht, wen ich dafür rausschmeißen will. Denn das ist halt unser Starter. Und bis jetzt haben wir halt, hat es halt auch einen ziemlich guten Job gemacht. Es gibt halt
keinen Grund, sich von Rin zu trennen. Geobatz würde ich aber auch gern, das wäre halt so die nächste Wahl, würde ich aber auch gern noch behalten. Der Brocken hat mir echt gut gefallen. Aber ich will einen Hisuya-Kani. Um jeden Preis. Wie kommen wir da runter? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Na, hier haben wir ein schönes Plateau, um runterzukommen. Guck mal, das sind wieder unsere Lieblingsmobbing-Opfer. Das ist ein Damiplex. Hier kann man noch was kaputt machen. Oh, da ist noch was. Tja, aber wir kommen von da, das ist halt ein Runterweg eher für uns. Parasect haben wir halt schon voll. Es gibt keinen Grund für uns, Parasect zu fangen. Wir haben halt das Alpha Parasect halt schon so oft besiegt. Wie kommen wir hier runter, um uns das Genick zu brechen? Oh, jetzt Seele. Was, wie dieses Motorbild einfach zittert. Ja, ich möchte, wenn wir hier runtergehen, brechen wir uns was. Wir können da lang gehen. Perfekt. Oh, das ist sogar ein Alpha-Motorbild. Au. Ich will mich hier doch nur umsehen. Oh, hier gibt es Toxic Quarks. Wer hätte das gedacht? So. Ja, das andere wäre auch seltsam gewesen. Diese Zentnerbälle sind halt echt gut, wenn man an eine Pokémon rankommt. Das darf man halt nur nicht bemerken. Hi. Was passiert das? Das hat uns gesehen. Himmelaschen Volkbruch. Au. Das ist ein Polygon. Das ist ein Alpha-Empoleon. Ganz nicht gesehen. Aber es ist halt so nah am Busch dran. Wenn wir in den Busch reingehen, wird es uns sehen. Jetzt haben wir das Problem erledigt. Also näher ran konnten wir nicht. Das hat uns gesehen. Ach ja, wir haben ja noch das Zwicklub dabei. Ich wollte mal die essen. Gibt es ja auch irgendwas, was nicht ganz so tödlich ist? Hier gibt es noch eine Hallebar-Reise. Wer hätte das gedacht? Frag mich, wo es hier lang geht. Ach, hier ist noch eine Seele. Wo ist denn das Apollon hin? Ach, da.
Ja, so ein Wow, dass das gezählt hat. Wundert mich auch. Ich muss noch was anderes gehen, was zu holen. Alpha und Brilliant. Gibt es hier keinen normalen Plinfass? Na, irgendwie gibt es hier nur Alpha und Brilliant. Und Octillaris. Wir haben schon Octillaris. Hier bei der Höhle waren wir noch nicht. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Ist hier oben? Ein Staraptor. Ein aggressives Staraptor. Irgendwie ist nur Starrenlilly von denen... Oh, hier ist noch eine Seele. Irgendwie ist nur Starrenlilly von denen lieb. Das war ein normaler Staraptor. Da ist ein Plinfer. Wir müssen mal kurz... Oh, wir haben das falsch eingesetzt. Ich habe vergessen umzuschalten. Wechseln wir mal kurz. Dann kriegt dieser Staraptor gleich einen gepflegten Donnerbiss ins Gesicht. Dann müssen wir unsere AP wieder auffrischen. Normaler Donnerbiss hätte jetzt wahrscheinlich auch gereicht. Haben wir eine Beere? So, hier Nagobären wäre toll. Tja, haben wir nicht. Pech. Haben wir keine Donnerblitz mehr. Aber unser Ziel sind ja auch die Plinfer. Bist du nett, Bidifoss? Ich hab's doch. Das Plinfer schläft. Gut, wir haben Plinfer. Gucken, dass wir das andere auch noch kriegen. Ne, was wir kriegen können. Hoffentlich macht das Toxic Quark uns keinen Strich durch die Rechnung. Wisst ihr, warum diese Schwerbälle so effektiv sind, wenn man die vom Stealthen ausnimmt, von hinten? Weil man die wahrscheinlich gegen den Kopf des Pokémon wirft, die erstmal eine Gehirnerschütterung von dem Teil kriegen. Ach, Bidifoss, was ist das? Ich habe mich gerade schon gewundert, was da rumläuft. Da kommen wir doch auch hoch. Kein Ding. Oh, es ist ja nur ein Fittlauch. Irgendwie dachte ich, das wäre wär halt ein Ärzte oder so. Was ist noch das? Na komm. Na, da kommt man nicht hoch. Habt ihr gesehen, wie uns das runtergedrückt hat? Da kommt man nicht hoch. Und hier kommt man da hoch. Zumindest kommt man so hoch. Da oben ist aber auch noch was. Wir haben es fast. So. Wir sind echt gut geworden, uns überall hochzuschummeln.
Parasek. Kann man hier noch hoch? Oh, hier geht's nicht weiter. Also ja, theoretisch käme man da hoch. Da geht's jetzt zurück. Müssen wir hier lang. Wir wollen jetzt zur Höhle der Umkehr. Wo ist die denn? Hier geht's weiter. Und dann? Wow, wow. Ach, die ist da drauf. Okay, wir müssen hier runter, um uns das Genick zu brechen. Da müssen wir hoch. Dann ist das unser Ziel. Uns da hoch zu hieven. Find schon einen Weg hier hoch. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wow. Und so, wie kommen wir jetzt weiter? Da vielleicht. Wow, wow. Fast rum. Wow. Verdammt, wir sind abgerutscht. Wir haben's fast. Wow, wow, wow. Oh, wir müssen kurz warten. Nicht, dass wir da gleich nochmal runterfallen und uns das Genick brechen. Ich sollte vielleicht speichern. Wenn wir uns ja wirklich in den Tod stürzen, bei dem Versuch, uns hier hochzuglitschen, kann ich wenigstens neu laden. Wir sind schon voll weit. Jetzt darüber springen. Darüber? Da ist ein Landepunkt. Mist, ich konnte gerade nicht... Hier ist ein Punkt. Wir sind fast da. So weit, so gut. Verdammt. Man nennt es auch die Bergziege. Verdammt. Das war ganz schön knapp. Schauen wir mal, ob wir noch einen anderen Weg finden. Hier sieht es auch ganz gut aus. Hier könnte es vielleicht klappen. Nee, hier fehlt uns der... Wow. Wir müssen nur den ersten Schritt hier schaffen. Hier wird das nichts. Hier vielleicht. Wow. Da geht es ja noch tiefer. So. Oh, hier ist auch eine Seele. Na komm. Wenn wir es darauf schaffen, haben wir echt gute Chancen, da ganz hoch zu kommen.
Tada! Jetzt müssen wir noch da hoch. Oh, war zu früh. Mist. Es ist so nah und doch so fern. Verdammt. Vielleicht von hier weiter. Hier vielleicht so? Nein, wir kommen hier einfach nicht hoch. Da fehlt nur so ein bisschen. Ist es so nah und doch so fern. Wir können es aber auch nicht irgendwie zwischenglitschen. Hier ist kein Spot zum Hinglitschen. Der ist wieder runter. Irgendwie kommt man da schon hoch. Das dürfte zu hoch sein. Ja, es ist zu hoch. Tja, da brauchen wir wohl erst ein Kletter-Pokémon, wa? Ich will nicht bis aufs Kletter-Pokémon warten, ich will da jetzt hoch. Das macht viel mehr Spaß, sich irgendwo hoch zu glitschen. Der Fels sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht dafür aus. Blöde Felsen. So weit sind wir schon. Wow. Ich glaube, wir sind nur weiter runtergekommen. Ich finde mal schon mal einen Weg darauf. Irgendwie. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Felsen. Hey, wo gibt's denn Hochweg? Ich werde ihn finden. Hier dürfte es eigentlich zu steil werden. Oh. Ich meine, die Sachen sehen zwar immer ganz gut aus, und dann macht man so ein paar Sätze und dann stellt man fest, dass es gar nicht so gut geeignet sind. Komm da hoch. Wenn wir doch nur da hoch könnten. Ist das wieder die Stelle, wo wir schon mal waren? Ich glaube, wir sind schon wieder einmal rum. Aber das scheint mir die beste Stelle, um sich hoch zu glitschen. Wir können hier stehen. Nein. Aber wie gesagt, das erscheint mir immer noch die beste Stelle zum Hochkommen. Verdammt. Nur da. Da hochkommen würden. Ja. Weiter als hier kommen wir nicht. Ja. Hier ist auch noch ein Spot. Nee.
Den da können wir bestimmt nicht stehen. Hier rutschen wir auch überall ab. Wow. Damiplex. Aber damit hier macht doch nicht sowas. Wir sind wie Bergziehen. Wir kommen da hoch. Ja, es geht abwärts. Die Bergziege bricht sich gleich das Bein. Tja. Sieht nicht so aus, dass wir da hochkommen. Oh, ich wollte eigentlich springen. Wenn wir hier eine Landefläche hätten. Nee, nicht hoch. Bis wir darauf schaffen würden. Tja, bevor wir hier noch weiter rumeiern, sollten wir vielleicht mal weitermachen. Okay, die müssen wir jetzt für später aufheben. Und die kommt, da kommt man bestimmt von mir. Oh, rein. Von mir rein. Da war ab ins feuchte Wasser. Ja. Vielleicht kommen wir da von der Wasserseite hin. Nein, wir haben es sogar nur von der Seite versucht. Oh, hier ist gleich Ende der Map. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Naja, von da kommen wir nicht ran. Oh, hallo, Tintoxer. Ich will nicht, dass Tintoxer anvisieren. Ich hasse das. Uah. Ui, voll cool. Opa. Das soll gelernt werden. Nehmen wir erstmal die Pokebälle. Oh, die haben uns eh anvisiert. Wir sollten sehen, dass wir Land gewinnen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir haben heute uns noch verfolgen. Na, gleich sind wir am Land. Gucken, was wir hier haben. Nichts. Wow, das hat sich ja gelohnt. Können wir bestimmt noch mal storytechnisch hin oder so. Tentara zu fangen ist ganz schön schwer. Vor allem, wenn sie dann da unten dann her schwimmen. Machen wir anders. Ja, irgendwie ist es unlogisch, dass wir unser Wasser-Pokémon nicht im Wasser einsetzen können. Können die uns mal in Ruhe lassen? Mann, sind die nervig. Ich meine, ich freue mich ja, dass es da einen Gastronom gibt, aber... Gefährlich!
Meine Güte. Wow. Na du. Na du. Wow. Au. Das fand wohl nicht ganz so witzig wie ich. Warum wollen uns nicht alle töten? Was haben wir ihn getan? Na gut, fairerweise, wir haben ihn Bälle ins Gesicht gehauen. Oh, wir haben das Kastrudern gefangen. Gut. Au. Und wieder mal ein paar Manieren bei. Hier kommen Manieren. Kurz Kraft tanken. Gott, das wird echt graus, diese ganzen Wasser-Pokémon zu fangen. Ich wünsche, wir hätten eine Angel. Die kann man ja wenigstens von hier aus fangen. Fangen wir uns neuen Exemplar. Das ist ein Lumineon. Lumineon hätte ich schon ganz gerne. Oh, das ist ein Alpha-Lumineon. Hab's mir überlegt. Gucken wir mal, was es sonst noch so gibt. Immerhin noch das ganze Gebiet hier offen. Jetzt visiert ihr uns erstmal 10.000 Jahre an, ne? Ja. Jetzt diese Tache wäre mega nervig. Na toll, sie sind gerade untergetaucht. Ich hasse es. Diese Tentakel zu fangen wird furchtbar. Leute, ich habe das Gefühl, die ganze Kolonie von denen ist hinter uns her. Haben die uns noch im Visier? Ach, ich drücke immer B statt Y. Wow, wir hatten es perfekt anvisiert und haben nicht getroffen. Bleib drin, du Scheißding. Gut, ich werde hier nie wieder hinterherkommen müssen. Wir haben eine Tentakel, das können wir aber weiterentwickeln. Das können wir doch weiterentwickeln, oder? Da, Tentakel. Was brauchen wir denn dafür? Fangen. Blubber. Wir können es über die. Naja, wir können es nicht über die Blubberaufgabe lösen. Wir können uns das besiegen lassen. Das ginge. Wir können uns einfach irgendeinem Elektro-Pokémon stellen und das dann da besiegen lassen. Das heißt, wir müssen noch mehr Tentakel fangen. Am besten welche, die uns noch nicht gesehen haben. Das ist ausgebüxt.
Oh, das kann man nicht fangen. Und plupp. Das ist halt echt nervig, dass wenn man die einen gespottet haben, dass man dann nicht fangen kann. Au. Ich will nicht das anvisieren. Das anvisieren. Geht doch. Au. Lass mich in Ruhe. Wir sollten vielleicht mal lang gehen, wir haben nicht mehr so viele Bälle. So. Craft. So, haben wir wieder ein paar Bälle. So. Gibt's noch Tempels. Und Fittlauch. Sehr schön. Ja, mit dem Schiff hätten oder mit einem kleinen Boot hätten wir hier natürlich auch hergekonnt. Noch immer noch das Zyklop dabei. Wie passend? Mit dem Feuerstein. Na gut, aber bevor wir den Vulkan weiter erforschen, sollten wir erstmal eine klitzekleine Pause anlegen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao!